Ja, jetzt stelle ich dir wieder einmal eine Wurmfarm vor. Und zwar ist das hier wieder ein Modell, die mit Hilfe von Steinen und einer Badewanne konstruiert wurde. So, hier haben wir die Badewanne. Hier unten ist der Abfluss. Und das führt dann direkt in Behälter, die den Wurmsaft auffangen. Genau, und da haben sich jetzt auch schon ein paar Behälter angesammelt. Und der Wurmsaft wird dann, wie ich schon in anderen Videos beschrieben habe, 1 zu 10 oder 1 zu 20, ähnlich wie beim Urin, im Garten verteilt. So, dann schauen wir mal. Hier oben ist alles abgedeckt, um ja, den Inhalt der Wurmfarm vor der Sonne bzw. vor der Austrocknung zu schützen. Und dann wurde hier so eine schöne Konstruktion erstellt, wo man ganz einfach den Deckel hier hochhebt und dann hier drin können die Speisereste, Gartenabfälle. Genau, hier sehe ich auch ein paar Mungbohnen und ja, verschiedene Sachen. Da ist etwas von einer Kartoffel, ja, Pappe, Papiertücher, etc. etc. Das alles fressen die Würmer sehr gerne. Tja, und wenn das noch ordentlich feucht gehalten wird, dann können die Würmer das auch gut umsetzen. Tja, dann grab ich hier gerade mal rein. Ah, oh, hier geht's ja schon los. Hier geht's schon los. Lauter kleine süße Würmer. Die sich nach oben kämpfen, um oben die neuen Nährstoffe zu holen. Ja, dass die jetzt so schnell da sind, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, und hier ist eigentlich schon, ja, im Prinzip schon fertige Erde. Ja, das sieht sehr gut aus. Da haben wir sogar einen Q-Tip für die Ohren. Der ist aus 100% Baumwolle und wird auch gleich mit verwertet. Ja, dann deckt man die Kleinen mal wieder ein bisschen zu. Wie gesagt, Feuchtigkeit ist sehr wichtig. Wenn es hier zu trocken wird, dann wird das auch alles ordentlich nochmal mit einer Gießkanne gewässert, um zu gewährleisten, ja, dass der ganz inhaltlich austrocknet, weil wenn es austrocknet, wie schon mal gesagt, dann ja, können die Bakterien und die Würmer nicht arbeiten. Wie wir, wenn wir in der Wüste wären, die Menschen, dann genau, ohne Wasserzufuhr, ohne Flüssigkeit funktioniert das nicht. Genau, hier wird ja natürlich auch, werden Sachen genutzt, die man sonst wegschmeißen würde. Hier so eine Satellitenschüssel, um das alles abzudecken, zu schattieren. Da wird also nichts extra gekauft und ja, zumindest weitestgehend so wie es möglich ist. Ja, so kann man also ganz einfach und günstig eine Wurmfarm bauen und dadurch die Lebensmittelreste sinnvoll nutzen und sich auch noch bei der Pflanzenerde Geld sparen. Tja, wenn dir das Video gefallen hat, dann mir doch gern ein Like und abonniere den Kanal. Und ja, wenn du nähere Informationen haben möchtest, dann schau doch gern auf der Internetseite vorbei. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!